Hallo Freunde der Landwirtschaft, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der schönen Im Waldkater Map V3. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Ja, der Christian auch. Nee, Quatsch, der hat's leider immer noch nicht geschafft. Ich hoffe, dass er, ja, ich sag jetzt mal morgen, übermorgen dabei ist. Ja. Der Steffen ist jetzt dabei, die Quaderballen einzusammeln. Ich kippe jetzt hier mal Rüben rein. Der nimmt ja keine Rübe. Jetzt sind die Rübe weg. Das muss ich aber jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt nehme ich Kartoffel. Den kippen wir eine Schaufel Kartoffel rein. Bisschen klein, kommt nicht ganz drüber. Müssen wir am Schluss noch Rampe verbauen. Mehr Kartoffel will ich aber jetzt auch noch nicht hinkippen, weil ich die gerne aufheben würde noch für später noch, aber die Futterproduktion für beide Schweine. So, jetzt kippen wir die mal und gucken, was die nimmt. Wie gesagt, also die Kartoffel, die Zuckerrübe Steffen hat er eben nicht genommen. Nicht? Mm-mm. Nicht? Nein. Okay. Die Kartoffeln haben da, sicher wie ich gesagt habe. Ging doch nicht, nö, ging nur mit Kartoffeln. Naja, macht ja aber nichts. Komisch. Ja. Macht nichts. Nimm mal Kartoffel. Fertig. So. Dann nehmen wir den. Würde ich sagen, fahren wir die erste Ladung. Wo fahren wir die hin? Bei die Kühe, Du, ich muss ich mir noch was vor. Wo ist denn bei der Rindermast die Abladestelle für die Kartoffeln? hä? Aber bei den Schweinen und Rinder. Ja. Muss gucken, die zeige ich dir dann oben, aber das zeige ich ja später. Na, bleib ich an der Hektar hänge. Aber wie Weil Menschen, ich hab doch bei mir keiner gefunden. Keine Ahnung, wo der ist. wie für die Kartoffel, für die normale, die wo noch nicht gewäscht sind oder was? Ah ja, da in der Beschreibung steht, also in der Statistik steht, die brauchen Kartoffeln. Aber da ist kein Trigger für die Inselstreue. Ja, pass auf, hast du die fertig gemacht, gedämpft und alles? Hast du die komplett bearbeitet, gedämpft und alles? Ah Mit der ja, Kom klar. Okay. Ja, normalerweise fahrst du einfach nur rein in der Kuh, in der Stall und du stehst in den Kippe. Nee, bei der Schweinemast ist es ja auch außer an dem Gebäude. Da ist es so Bunge. Ja. Jo, aber wenn ich in die Stallerin fahre, kann ich die nicht abkippen. Nimm der Okay. nicht Na, an. da musst du wahrscheinlich an der Bunge. Ja, klar, aber Problem ist, dass der kein Bunge ist, soweit ich das gesehen habe. Also ich meine, da wäre einer gewesen. Wir können später, wenn wir da fertig sind, können wir nur vorgucken. So, ich hänge jetzt mal das Gewicht noch hinten dran. Und dann fahren wir mal los rüber an den Viehhof. Und Fahrt stapeln ihr das. schon ran die Schweine, ne? Ach so, okay, wie du willst. Ich folge dich. Nur die Oberbeine Schweine fertig und können wir ja gleich gucken. Das ist der weiteste Weg, da haben wir das hin.
Dann schön Ballen sortieren, hinsetzen, beziehungsweise schön stapeln, irgendwo unterstellen. Und dann passt das. Ich habe da zwar jetzt 1600 Kilo Gewicht drauf, ist ein bisschen groß, aber macht ja nichts, ob ich jetzt großes oder kleines hole. Gar ganz so schon die Hinkel und noch okay. Stellen wir es gerade ab, wo du sie schon mal abgestellt hast, schon. Daneben ins Eck. Wo du kannst mir so da hinstellen, wo sie Christian dir damals abgeladen hat, oder stellst du. Ah, das geht jetzt gar nicht mehr, gell? Jo, stellst du ab, ich mach sie hier weg. Jetzt müsste ich normal so rot die Anzeige kriegen, ne? Ja, und wie setze ich die ab? Ah, ja, Oh, ich. oh glaube ich, ne? Genau. Do? Guck mal, da ist ein Bunker. Nee, oben an der Rinde. Ach, oben. Moment. Das weiß ich. Da habe ich schon gesehen. Do. Ah. Gut, erledigt. So, jetzt machen wir erstmal da Fenster auf. Frischluft. Durchzug. Volle Lotte. So. Aber das ist nur die Front, der Schaufel, wo so schwimmt, ne? Die Ballergabel ist top. Ja. Ja, dann ist ja gut. Ich brauche mir es nicht oft. So, ne, da kann ich auch rinfahren. Hey, ich hätte jetzt schön vor den Eingang gestellt. Du mal schön Ballen stapeln. Ja, es war kein so abwechslungsreiche Arbeit, sage ich jetzt mal, aber es muss ja auch gemacht werden, ne? Sieht man nix. So.
sind ziemlich viel Baller, was da ohne Leute, ne? Sind ein paar. Ja. Was denkst du, wie viele Anhänger, wie viel du kriegst? Wie viel gehen du auf einen drauf? Ich hätte es gar nicht gezählt. 24. 24. Ja, ich denke. Hat noch ein bisschen was gegeben, ne? Oh, nicht viel. Nicht? Also N auf jeden Fall, aber. Und den ich sah, fahren wir, ich weiß nicht, direkt bei die Key-Runner, ne? Weil die haben wir jetzt zuerst. Key haben wir ja schon. Also wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir die Ja, erst. klar. Habe ich auch so. Gut. Dass man es verteilt, ja. Ja. So. Ich schätze mal innerhalb Hänger, wenn es sind. Okay. Mensch, könnt ihr auch mal die Zeit gleich ein bisschen vorstellen, ne? Dass man nicht nur da um 8 Uhr rumgurke. So, dann haben wir die da oben auch gleich runtergebrochen. Ja, jetzt haben sie ja endlich mal das Veröffentlichungsdatum rausgebrochen, ne, für das Lenkrad. Was haben sie rausgebracht? Das Veröffentlichungsdatum vom Lenkrad und von der Gold Edition. Jo, hast du mir schon gesagt, ja. Ja. Du schaffst Vorbestellen oder? Ja. Ich wenn zurückschicken kann, kann man es immer noch, ne? Wenn es nix ist. Ich bin auch mal gespannt, was das gibt. Ob es was taucht. Ob ich es innen tausche, G27 oder ob ich es G27 lasse und nehme nur die Front, die Konsole. Ganz ehrlich sah, bei Leuten wie dich weiß ich halt nicht, ob sich das so rendiert. Was Manager? Ei, die wo halt auch schon seit jetzt habe ich selber zusammengeschustert haben, weil ich finde, wenn du schon eine Joystick hast, ist das so viel besser wie so Konsole jetzt. Hat. Ach so. Da hast du bei der ganzen Geschichte mehr Gefühl drin. Hätte ich immer behauptet, wie jetzt in der Konsole von Alice. Ich bin mal gespannt, aber wo die jetzt da oben auf der Gamescom waren, habe ich schon eine kleine Joystick da mal gehabt in der Hand. Hat ich eigentlich ganz, war eigentlich auch ganz gut in der Hand gewesen, das Ding. Ich sah jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht in der Hand klärt, wie so großer der Logitech, wo ich da hab. Ja, ich mach's mal dran, test's mal. Wie gesagt, wenn es nichts ist, wird es wieder ingepackt und wird wieder zurückgeschickt. Fertig. Kann's halt, muss halt erst drauf machen, ohne Gold Edition zu installieren, weil das ja ganzes Pack, Paket ist da, was ich dann kaufen, weißt du.
Wenn ich wahrscheinlich dann zurückschicke, muss ich wahrscheinlich das Pack aber das Spiel auch mit zurückschicken, ne? Ah, jo. So, dann haben wir die da gestapelt. Und dann fahren wir mal runter. Ah, was machst du dann? Gut, dann würde ich sagen.